Ehrenrunde mit Nico Widolin. Deutschland auf Medaillenkurs. 78 eliminated. Die Arena 2009 wird die erste überdachte Inline-Skating-Arena Deutschlands. Das Gelände hat insgesamt 35.000 Quadratmeter. Die Arena selber wird eine 200 Meter lange Bahn haben, 7 Meter Breite. Wir bekommen Infield mit 2.300 Quadratmetern und insgesamt Bahn und Infield werden knapp 4.000 Quadratmeter haben. Rund um die Bahn bauen wir Zuschauertribünen. Es werden 2.000 Sitzplätze und 1.000 Stehplätze. Wir können hier ganzjährig letztendlich trainieren oder Wettkämpfe stattfinden lassen. Und es gibt nicht viele Anlagen in Deutschland, die die Kombination zwischen Bahn- und Straßenkurs haben. Wir haben beides hier auf einem Gelände. Die Arena 2009 wird die größte Veranstaltungsstätte in unserem Landkreis werden. Wenn wir sie nicht sportlich nutzen, haben wir hier Platz für 10.000 Zuschauer. Wir wollen in erster Linie natürlich etwas für unsere Region tun. Dann ist es unser Ziel, hier eine Sportstätte zu bauen, die vor allem für Kinder und Jugendliche interessant ist. Wir wollen hier auch ein Zentrum werden für die Nachwuchsarbeit im Inlinesport. Und was uns vorschwebt, ist in dieser Anlage die Symbiose von Breitensport und Spitzensport. Das heißt, jeder soll in dieser Anlage willkommen sein, egal ob er nun Freizeitsportler ist oder Spitzensportler. Wir haben eine sehr, sehr große Unterstützung von Seiten der Stadt und von Seiten des Gemeinderats. Und die Stadt Geisingen stellt uns dieses Gelände in einem Erbbaupachtvertrag zur Verfügung. Ich freue mich sehr über das Engagement der Familie Uhrig mit der Arena 2009. Es ist ein Glücksfall für uns, für die ganze Raumschaft. Ich würde sagen, für noch viel weiter darüber hinaus, für die ganze Region. Ich freue mich darauf, dass wir dieses Projekt auf den Weg gebracht haben und ich denke, wir werden es auch gut weiterentwickeln. Wir befinden uns hier im Arena 2009 Gästehaus, das wir derzeit komplett umbauen und sanieren. Dieses Haus stand hier über 30 Jahre leer. Wir werden hier zum einen Übernachtungsmöglichkeit schaffen für Vereine, Verbände, die hier kommen, um ihr Training abzuhalten, so Gruppenunterkünfte. Aber es soll auch Unterkunft werden für Athleten, die während der Saison nach Europa kommen und dann eben hier fest wohnen wollen von April bis September, Oktober. Natürlich wollen wir hier auch Wettkämpfe stattfinden lassen, sowohl auf regionalem, überregionalem, aber auch nationalem und internationalem Niveau. Wir bauen ja die Bahn auch nach den derzeitigen internationalen Normen, sodass wir dort nicht eingeschränkt sind. Und es macht uns sicherlich sehr viel Spaß, wenn man hier Sportler aus aller Welt hat, verschiedene Nationen und Geisingen. Und die Region wird sicherlich auch von dieser Internationalität profitieren. Wir haben das ganz große Glück, dass wir hier auch Topskater gefunden haben, die hier fest nach Geisingen kommen und uns bei der ganzen Arbeit mit der Arena unterstützen werden, sowohl was das Management als auch den Betrieb der Bahn und des Shops angeht. Das ist für uns eine ganz große Chance, aber auch für die Skater selber. This is a once in a lifetime chance for me and I couldn't say no when it came about, so I really have to make the most of it. The Arena 2009 project is going to be the biggest and best skating arena in Germany, but maybe in all of Europe. But not only this, it has the potential to be the base for all of inline skating in this region, because there is many, many kilometers of skating possibilities around here. And the major thing is it's possible to skate for 12 months of the year. I believe it can give a lot to people, and I want to just introduce as many people to the sport as possible, because I really believe that it's a fun sport to do and it's very accessible for everyone.